Ich begrüße Sie zur 195. Ausgabe der Blitznews des Remscheider Fernsehen TeleDMW. Ich habe die Breaking News aus Remscheid für Sie. Die gehen diesmal bis zum 3. November 2019. Im Studio vor der Pyramide, diesmal auf der anderen Seite vom Studio, da steht nämlich die Pyramide, und zwar hier in Remscheid-Rheinzagen. Ja, da bin ich, der Michael Westkamp. Am Montag, dem 28. Oktober 2019, nahm die Polizei in Lennep einen 41-Jährigen fest. Gegen ihn besteht der Verdacht, zuvor in ein Auto an der Poststraße eingebrochen zu sein. Der polizeibekannte Mann soll die Seitenscheibe eines geparkten Smarts eingeschlagen und einen Rucksack vom Beifahrersitz gestohlen haben. Die Tat konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden, welche die Polizei alarmierte. In Tatortnähe nahmen die Beamten den Beschuldigten fest, der das Diebesgut noch mit sich führte. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen beim Amtsgericht. Ein Messer, zwei Verletzte. Am Freitag, dem 1. November 2019, endete ein Streit zweier Männer in der Johanniterstraße mit dem Einsatz eines Messers. Zwei Remscheider im Alter von 20 und 25 Jahren gerieten in einen Streit, in dessen Verlauf der Jüngere der beiden ein Messer zog. Während der verbalen Auseinandersetzung holte der junge Mann mit dem Messer mehrfach aus und verletzte damit unbeabsichtigt einen bis dahin unbeteiligten Mann im Alter von 27 Jahren, der den Streit schlichten wollte. Schwer. In der Folge wurde der 25-Jährige ebenfalls von dem Messer getroffen. Beide Opfer wurden zunächst vor Ort und dann später im Krankenhaus versorgt. Der Täter stellte sich im Laufe des Abends der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. Ein Ladendieb schlug ständig daneben und konnte sich nicht befreien. Am Dienstag, dem 29. Oktober 2019, kam es um 14 Uhr und 15 Minuten zunächst zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft an der Königstraße. Die Tat wurde durch den Ladendetektiv, der also 50 Jahre alt war, beobachtet. Nach Ansprache des Tatverdächtigen flüchtete dieser aus dem Geschäft und warf Teile seiner Diebesbeute weg. Als der Detektiv den Dieb eingeholt hatte, versuchte sich dieser durch Schläge aus der Situation zu befreien. Er traf sein Gegenüber jedoch nicht und konnte von ihm bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Den 18-jährigen Wuppertaler erwartet nun eine Strafanzeige. Hiermit sind die Nachrichten beendet. Ich freue mich auf nächste Woche. Schauen Sie kräftig weiter zu und empfehlen Sie TeleDMW weiter. Die Nachrichten wie immer aus Remscheid, aus dem Studio an der Pyramide. Tschüss, tschüss! Ich kann nicht warten. TeleDMW. Remscheider Fernsehen. Fernsehen. Beim Frühstück und beim Abendbrot. Wenn Sie mal so richtig lachen wollen, dann sind Sie bei uns richtig. Auf dem Spaßpower-Kanal von TeleDMW finden Sie zum Beispiel alle Sprüche der Woche. Und Sie können auch sehen, was dort alles so schief geht. Aber damit ist noch nicht genug. Was gibt's denn noch? Zum Beispiel das Lachkrampf-Seminar. Herr Westkamp hat Ihnen mal zu erklären, wie man einen Lachkrampf bekommt. Das ist ein Experiment. Und nur wenn Sie es von vorne bis hinten ohne Unterbrechung durchgucken, dann hat es seine Wirkung. Lustige Szenen aus unseren Reportagen finden Sie hier natürlich auch. Der Spaßpower-Kanal ist voller Überraschungen. Zum Beispiel gibt es auch Pannen aus dem Studio. Schauen Sie einfach mal rein in die Überraschungskiste. Hey, 30 Uhr. Hey, juhu. Oh.
In einer anderen Rubrik zeigen wir unsere Karnevalssendungen. Herr Westkamp hat ja immer eine Menge Ideen, wie man sich verkleiden kann. Als Pfarrer, der sein Gebet singt? Oder möchten Sie lieber eine Empfangschefin, die Michaela heißt und sich gerade föhnt? Im Studio wurde es auf Karneval immer sehr, sehr lustig. Da war alles erlaubt. Ein Militärfreak war auch da. Oder unsere Putzfrau, die unheimlich schunkeln konnte und ein Karnevalsständchen mitsingt. Aber wenn der Mafioso da war, das war schon ganz schön heftig. Schauen Sie uns doch einfach zu auf dem Spaßbauer-Kanal, damit Sie mal so richtig auf Ihre Kosten kommen. Auch Fußballfreaks schauen diesen Kanal sehr, sehr gerne, auch wenn sie was getrunken haben. Amen! Halleluja, Halleluja, lasset uns fliegen! Unvergesslich, in einem Film der Woche ist dem Moderator an einem Parkscheinautomaten der Kragen geplatzt. Auf dem Spaßpower-Kanal versucht der Herr Westkamp Ihnen beizubringen, dass die Raucherschockfotos, die auf jeder Zigarettenschale zu finden sind, überhaupt nichts mit Rauchen zu tun haben. Er macht sie alle lächerlich. Und wenn Sie wissen wollen, was die Fotos wirklich zu bedeuten haben, schauen Sie mal rein. Den Witz der Woche haben Sie nicht so oft auf unserem Sender gesehen. Es waren ja auch nur so Probeaufnahmen, wo einiges schief ging. Sie wurden auch ausgestrahlt. Herr Westkamp erzählt in Seebrücke an der Küste einen Witz. Und dabei stört ordentlich der Wind und alle anderen Faktoren stören auch. Schauen Sie doch mal vorbei beim Spaßbauer-Kanal. Dieser Kanal haut jeden um. TDMW. Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche. DMW aus Remscheid. DMW aus Remscheid. DMB aus Remscheid. DMB aus Remscheid. DMB aus Remscheid. Aus Remscheid.